bayerische Quiche. Benötigte Zutaten für zwei Quicheformen a 24 cm oder 16 bis 20 Quicheformen a 9,5 cm. Ich verwende heute eine große und 9 Gehäuse. 250 Gramm glattes Mehl, 110 Gramm Butter oder Margarine, 1 Esslöffel Apfelessig, Salz, gemischt Trockenkräuter, 1 Kaffeelöffel Alfs Knoblauchpaste, ca. 60 ml Wasser sowie 1 Eidotter. Wir geben das Mehl auf die Arbeitsfläche und geben die Butter oder Margarine in kleinen Stücken dazu. Weiters die gemischten Trockenkräuter, das Salz, die Knoblauchpaste. Die Herstellung von Alfs Knoblauchpaste findet ihr in einem anderen Video von mir. Der Link ist dann in der Beschreibung. Der Eidotter. Und zum Schluss das Wasser. Beim Wasser müssen wir ein wenig aufpassen. Da nehmen wir zuerst nur einen Teil und etwas später beim Kneten den Rest. Jetzt kneten wir alles rasch zu einem kompakten Teig. Eventuell etwas Wasser nachgeben. Sollte er stark kleben, ein bisschen Mehl noch beifügen und zu einer Rolle formen. Abgedeckt im Kühlschrank für mindestens 30 Minuten rasten lassen. Füllungen habe ich heute zwei gemacht. Der eine ist eine Eierschwammerl bzw. Pfifferling Jungzwiebelfülle. Verwendet habe ich 125 Gramm Pfifferlinge bzw. Eierschwammerl, 3 Stauden Jungzwiebel, 2 Eier, einen Becher Creme Fraiche, etwas Knoblauch, Salz und Pfeffer. Der zweiten Fülle handelt es sich um eine Blattspinat-Kirschtomaten-Schafkäsefülle. 120 Gramm junger Blattspinat, Salz, Knoblauchpaste, ein Becher Creme Fraiche, Pfeffer, 2 Eier, 120 Gramm Schafkäse, wie 100 Gramm Zwiebel und eine Handvoll Kirschtomaten. Außerdem benötigen wir Margarine oder Butterschmalz für beide Füllen zum Anbraten. Ich beginne mit dem Zwiebelschneiden. Diesen schneide ich in feine Würfeln. Der Schafkäse wird in mittelgroße Würfeln geschnitten. Blattspinat wird gut gewaschen. Wenn er so schön jung und klein ist wie dieser, müssen wir die Stiele nicht entfernen. Die Kirschtomaten werden halbiert. Die Butter zergehen lassen und den Zwiebel darin goldgelb anschwitzen. Den Blattspinat dazugeben und langsam mitschwitzen. Salzen, Pfeffern, ein Kaffeelöffel Knoblauchpaste, das entspricht ungefähr 2 Zehen. Den Schafkäse und die Kirschtomaten dazugeben, alles gut durchschwenken. Jetzt mit der Temperatur
zurückgehen, kurz etwas überkühlen lassen, in die kurz überkühlte Masse das Creme Fraiche einrühren. Eier dazugeben, alles wieder gut umrühren, eventuell noch einmal abschmecken und ein wenig stehen lassen. Die Herstellung der Pilzfülle. Von den Jungzwiebeln entfernen wir zuerst den Bart, auf der Rückseite entfernen wir ebenfalls so ca. 3 cm. Wir halbieren den Zwiebel, danach wird er gründlichst gewaschen. Beziehungsweise Eierschwammeln werden etwas zusammengeschnitten. In der zerlassenen Butter lassen wir zuerst den Jungzwiebel etwas anschwitzen. Dann geben wir die Eierschwammeln dazu, schwitzen diese mit und zum Schluss noch die Paprikawürfel. Wieder Salz, Pfeffer aus der Mühle, einen Kaffeelöffel Knoblauchpaste, alles gut durchschwenken, mit der Hitze zurückgehen, kurz kühlen lassen. Dann geben wir das Creme Fraiche dazu. Dieses wird ebenfalls gut in die Masse eingerührt. Jetzt kommen noch die 2 Eier dazu. Alles noch einmal gut umrühren. Eventuell noch einmal abschmecken. Jetzt können wir mit dem Ausrollen des Teigs beginnen. Dazu tun wir die Arbeitsfläche gut mit Mehl stauben, den Teig gut ausrollen, immer wieder wenden. Wir rollen den Teig auf ungefähr so 3 mm aus. Wir stechen mit der Quicheform aus. Am besten nehmen wir da eine Form, die vielleicht um 1 cm größer ist als die, was wir verwenden. Legen dann den Teig gut in den Form. Jetzt steche ich für die Tartlets-Formen aus. Auch in diesem Fall habe ich einen Ring, der ungefähr 1 cm größer ist wie die Tartlets-Form selber. Lege ich den Teig in die Formen hinein. Ich fülle zuerst die kleinen Formen. Die restliche Masse fülle ich dann in die große Form. Da achte ich darauf, dass ich jeweils die halbe Form ausfülle. Bei 175 Grad kommt die Quiche für ca. 25 Minuten in den Ofen. Nach dem Backen lassen wir die Quiche kurz überkühlen, dann können wir schon anrichten. Ich
hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, liked es und abonniert meinen Kanal. Viel Spaß beim Nachpacken und einen guten Appetit.